unter dem Motto Retzbach trifft sich zum Beschluss, lud das Organisationsteam zur 1200 Jahre Retzbach Abschlussfeier auf dem Platz neben der Pfarrkirche ein und viele sind gekommen. Die Kirche erstrahlte prächtig in den verschiedensten Farben. Büsche und Bäume ringsumher waren in einem magischen Licht gehüllt. Ab 22 Uhr füllte der Platz sich sehr schnell. Retzbacherinnen und Retzbacher, ich denke, wir sind alle in großer Freude, dass wir in solcher Gemeinschaft miteinander dieses Jubiläumsjahr beenden können. An dieser Stelle darf ich ja auch herzliche Grüße von unserem Regierungspräsidenten Herrn Beinhofer übermitteln, der uns ein gutes Gelingen dieser Abschlussfeier gewünscht hat. Wie schon angekündigt, spielen jetzt die Retzbacher Musiker vier Stücke. Und zwar als erstes den Otto Zeyer Marsch, dann Jeder Tag bringt neue Hoffnung, danach das Frankenlied, das sicherlich auch jeder kennt, und dann zum Schluss Amazing Grace. Thank you.
Thank you.
Ist es nicht wundervoll, in einem so musikdurchdrungenen Ort wie in Retzbach leben zu dürfen? Ein herzliches Dankeschön an unsere Musiker, die uns immer wieder eine Atmosphäre schaffen, in der man feiern kann, in der man froh sein kann. Herzlichen Dank an euch, die ihr heute gekommen seid, um uns zu spielen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch einmal die Herren des Lichtes des heutigen Abends kurz benennen. Der Lukas Stark und der Thomas Reuß haben unseren Platz hier in ein Licht gezaubert, das uns festlich feiern lässt, das uns das trübe, nasse Wetter vergessen lässt. Herzlichen Dank an die beiden, die in vieler Arbeit, in mühsamer Arbeit das hergezaubert haben. Danke an euch. Wir haben im Verlauf des Jahres gemeinsame Ereignisse gestaltet und auch erlebt, die mit uns und unserem Heimatort Retzbach, aber auch uns Retzbacher miteinander vertrauter gemacht haben. Das Retzbach heute und seine Geschichte wurden in den unterschiedlichsten Formen dargestellt. Wir haben uns nachdenklich beschäftigt, aber auch fröhlich gefeiert. Wir waren neugierig und oft erstaunt über das, was wir erfahren konnten. In vielen Alltagsgesprächen hat uns das Jubiläum intensiv beschäftigt. Die Retzbacher haben sich im Jubiläumsjahr in irgendeiner Weise wiedergefunden. Als Organisatoren, als Gestalter, als uneigennützige Helfer, als Miterlebende, als Weitererzählende, alle in der gemeinsamen Freude über das, was sie erleben konnten. Die Dorfgemeinschaft blühte auf. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Darauf können wir ein bisschen stolz sein. Aus den zahlreichen Erfahrungen dieses Jahres sind Wünsche entstanden für das neue Jahr. Für unsere Zukunft. Suchen wir die Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele, auch wenn man dazu manchmal Schwellen überwinden muss. Versuchen wir, die gute Dorfgemeinschaft zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. Es gibt noch manches zu entdecken. Retzbach ist für seine Bürger, aber auch für seine Gäste ein kulturell vielseitiger und ich finde auch interessanter Ort. Zeigen wir uns gastfreundlich und lassen die Gäste an unserem kulturellen Leben teilhaben. In diesem Sinne erhebt die Gläser. Prost, Neujahr. Ist zwar noch nicht ganz so weit, aber. Ja, trotzdem auf die. Ein schönes Jahr. Wie rein empfängt.
Freude.